Und das ist jetzt der ganze Drucker. Ach, hier hinten geht es auch noch auf. Okay. Alles sehr kompakt gehalten. Jetzt kann man drehen. Gut. Ja, ist okay, Asi. So, jetzt machen wir das einmal hier oben auf. Ja, die Folie lasse ich lieber noch drin, solange ich die noch transportiere. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit den, oh Gott, mit den einfachsten Sachen praktisch, was wir hier so im ersten Augenblick sehen. Ich habe jetzt hier mal die Folie rausgezogen, dann kann man das hier aufklappen. Hier haben wir jetzt den Scanner drunter. Wenn wir Papiere scannen wollen, geht das hier auch noch weiter auf, weil das hier so wackelig aussah gerade. Das ist auch zum Kopieren. Das ist zum Kopieren auch? Ja. Nein, Kopieren ist hier oben. Da ist der Blatteinzug. Also hier, da kommt der Blatt dann raus. Ja, aber da kannst du mehrere Seiten einlegen. Und unten, wenn du das Teil hochklappst, wie du es gerade eben hattest, dann kannst du damit scannen und auch eine Seite oder einzelne Seiten kopieren. Okay. Gut, dass ihr auf Arbeit auch so hin habt. Mhm. So, dann haben wir hier unser Display. Oh, das ist geil. Mhm. Man kann das Display, wir sehen, dass ihr das seht, man kann das neigen. Zum Beispiel, wenn ihr den jetzt ziemlich weit unten habt, dass man dann halt vernünftig Tasten drücken kann. Wenn man weiter oben hat, braucht man halt nicht so. Und wenn man gerade vor sich hat, zum Beispiel auf einer Anhöhe oder so, da kann man dann so gemütlich eingehen und sieht das Display. Ich werde es natürlich so machen müssen. Weil bei mir wird da, so wie es aussieht, unter dem PC-Schrank bzw. PC-Tisch kommen. So, dann haben wir hier unten vorne nochmal einen USB-Anschluss. So, dann haben wir hier, ich muss mal ein bisschen Platz machen, hier haben wir die Blätter. So, das sind jetzt praktisch die Schächte, wo unsere Blätter reinkommen. Hier passen 250 Blatt oder so rein. Müsste hier auch irgendwo stehen. Ah, hier haben wir auch verschiedene Größen. A4, A3, LTR, LGR, B4, JIS, LG, noch irgendwas. Dann kann man das halt hier so klein machen, dass man halt auch wirklich, wenn man keine großen Blätter hat oder so, dass man hier auch kleine Blätter reinpacken kann. Wenn man es dann doch wieder große braucht, macht man sich das auseinander. Und hier ist dann noch so eine extra Abdeckung drüber. So, die wird dann einfach hier so aufgelegt. Und dann kann man die Kartusche wieder einschieben. Und dann machen wir das gleiche natürlich nochmal. Ist genau das gleiche. Auch hier können wir dann praktisch kleiner machen. Ach, guck mal, bis was für kleine Papier wir machen können. Für Rechnungen oder sowas. Ja, wenn wir denn so klein machen. Und hier steht jetzt drauf, ach, hier haben wir so eine richtige Skala. So, also das ganz kleine, also dieses, was ich jetzt habe, ich gehe jetzt von der kleinen nach größer, das ist Foto L. So, dann haben wir das nächste größere, das ist 6x3 Inch, also im Prinzip 10x15 cm, auch mit japanischen Buchstaben hier gerade beschriftet, sehe ich gerade. So, dann haben wir das nächste größere, das ist B6 Foto L. Oder unten drunter steht A5 auch. So, dann haben wir die nächste Größe, das ist LGL. So, dann haben wir die nächste Größe. Das ist B5 oder B4. Steht wieder im Schwarzen steht B5 und im Grauen B4. Dann haben wir danach die Größe EXE, LTR und dann natürlich A4. Wir können auch hier eine Zwischengröße nehmen, weil wir haben jetzt hier zwischen den beiden, seht ihr das, ja, zwischen A5 und LGR, ne? Seht ihr, da bin ich jetzt im Grauen. Also wir könnten da rein theoretisch auch eine Zwischengröße nehmen. Wir sind da nicht drauf angewiesen. Das
könnt ihr zum Beispiel, was weiß ich, die obere Kartusche für Fotos jetzt zum Beispiel nehmen. Macht da rein ein Fotopapier rein und stellt euch auf die Fotogröße ein, logischerweise. Und im unteren Fach, so, nochmal abmachen, da können wir dann ja nur so weit, da geht es nicht weiter rein. Da könnt ihr dann normal Papier reinmachen, um zu drucken. Finde ich sehr praktisch, ehrlich gesagt. Hier unten steht dann auch nochmal dran, habe ich gar nicht zu sagen. So, hier steht nochmal dran, A3, A4. Haben wir da auch nochmal ein Etikett für. So, dann haben wir hier zum Ausfahren. Also selbst unterm Tisch nimmt das jetzt praktisch kaum Platz weg. Und wenn ich dann mal ausdrucke, mache ich das einfach raus und fertig ist. So, wie gesagt, das hat man ja schon gezeigt, dass es so funktioniert. Oh, weil Menschen mit Knochen. Dann haben wir hier hinten noch das Fach für die Patronen. Da machen wir jetzt so auf. Also einfach nochmal hier drin aufklappen. Dann haben wir hier rot, blau, gelb und da kommt schwarz rein. Die müssen einfach nur normal eingefüllt werden. So. Also reingesteckt werden. Und dann kann man das zumachen. Und mein PC-Mann, meine Werkstatt, werdet ihr auch mal sehen in einem späteren Video, die haben das praktisch die ganze Zeit so offen stehen. Und dann haben die halt jetzt nicht so eine Patronen drin, so eine kleineren, die haben was längere, die halt noch größer sind, die stehen halt so ein Stück raus. Die halten dann natürlich länger im Drucken. Doch, haben sie. Das sind dann aber No-Name-Patronen, oder? Nee, die sind, also sind Originale. Sind Originale von der Firma. Okay. Das sind dann irgendwie, er hat es mir auch erklärt, aber ich habe den Namen vergessen. Ja, die haben halt gesagt, wenn sie die nur Patronen hier drin haben, ist es ein bisschen wenig, weil die müssen öfters Rechnungen drucken und so einen Scheiß halt. Und deswegen haben sie sich die größeren Patronen geholt. Ja, die sind dann auch kompatibel mit dem gleichen Drucker dann? Ja. Sozusagen. Ja, das ist von der Firma. Die sind dann, die sind für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oder 7 verschiedene Drucker, sind die kompatibel oder so? So, dann, bevor wir weitermachen, kommen wir mal zur Hinterseite. Oh, was haben wir hier? Alles. Halt noch was vergessen, nicht abzumachen. So. Hier sind also kleine Keile drin, um was aufzuhalten. Wir haben jetzt hier hinten. Um Papierstau zu beseitigen. Ach, das ist für Papierstau. Okay. Mhm. Dann kannst du das Papier rausholen, wenn es irgendwo geklemmt hat. Ah, okay. So, dann können wir das hier hinten kippen, logischerweise. Und da kannst du auch noch was reinfüllen, um zu drucken bzw. zu kopieren. Ja, da habe ich gedacht, das ist für Faxe oder so. Kannst du auch. Und hier geht, das werde ich euch jetzt nur sagen, weil ich guck mir das jetzt hier an, wir haben jetzt hier auch noch was zum Stellen. Und hier können wir stellen. A4, LT, EXE, B6 oder JIS. Ja, und dann haben wir hier hinten auf der Seite noch irgendwas. Also A4, A3, hier steht auf der Seite A3, LR, B4, LG, hier ist so ein Briefumschlag, A5, B6 und Foto 10 zu 15 und Foto L. Also da haben wir hier nochmal eine längere Anzeige im Gegensatz zu hier. Hier stehen halt nur, hier vorne rechts stehen nur die wichtigsten Sachen drauf und hier hinten stehen noch mehr Sachen drauf. So, dann können wir hier natürlich auch einstellen, wie groß das Blatt ist, was wir einscannen möchten. Kopieren oder faxen? Da oben ist eigentlich Fax. Hier oben ist Fax? Mhm. Ich dachte, das ist Fax. Das ist auch, das kannst du multifunktionell benutzen, das musst du aber... machst du ja wahrscheinlich in dem nächsten Video, dass du das mit dem Menü und Touchscreen da zeigst. Okay.
Das kannst du selber aussuchen, wo, in welchem Einzug du wo was kopieren oder faxen möchtest. Okay, na dann nehme ich natürlich nur das obere, weil das ist besser für mich. Also das kannst du zum Kopieren und zum Faxen nehmen, der obere Einzug. Dann nehme ich das, weil das ist für mich, wenn ich das hinterm Schrank habe, ist das halt ein bisschen komisch, dann nehme ich halt das. Dann können wir hier oben halt aufmachen, auch falls hier Papier staut oder irgendwas dergleichen. Und hier haben wir jetzt auch nochmal ein Rädchen dran. Meine Brille natürlich nicht bei. Ich versuche euch hier auch nochmal die Größen zu sagen. Ich fange jetzt vom kleinsten an. Das ist auch wirklich sehr übersichtlich. Man kann es ganz leicht einstellen. Mit einem Finger sozusagen. Und man hat hier das richtig schön im Plastik drin und nicht irgendwie so einen scheiß Aufkleber oder irgend so einen Dreck, wo man dann, wenn der Visik 2 Jahre steht irgendwo oder man aus Versehen kann man ja schon mal was drüber kippen oder irgendwas dergleichen. Ja, kann doch mal passieren. Bei euch auf Arbeit bestimmt schon öfters passiert. Nein. Und dann gehen die scheiß Aufkleber ja meistens ab und so. Hier ist es richtig schön im Plaste tief drinnen, dass man es jederzeit sehen kann. Bei uns ist es aber noch nie passiert, weil der steht auf einer erhöhten Ebene. Ja, bei euch vielleicht nicht, aber das kann schon mal passieren. Es geht. Vertrau mir, es geht, dass so was passieren kann, dass man aus Versehen mal drüber schüttet. So, wir haben jedenfalls A6, A5. B5 oder JIB, das JIB ist aber etwas kleiner geschrieben, sehr klein geschrieben. Dann A4 und dann eine größere haben wir hier LTR und dann ganz groß LGL. So, wie gesagt, dann haben wir hier den Scanner drunter. Auch hier ist auch wieder ein schöner Aufkleber drauf, schön mit Bildern und so. Da kann ja nichts passieren, weil der ist so klappt, da kommt kein Wasser ran oder so. Und da haben wir denn hier 1, 2, 3, 4, 5 Bilder drauf. Beim ersten oben, hier kommt es rein, unten kommt es raus. Beim zweiten Bild, ach, da haben wir hier eine A. Hier sollen wir denn irgendwas machen. Hier, das ist rüber zum Einstellen, aber ich sehe hier nichts zum Einstellen. Leuchtet denn hier irgendwas auf oder so, dass man hier was einstellen kann? Muss mal einen Strom stecken. Das werden wir gleich mal machen im Hardware-Video. Jedenfalls ist hier eine Anzeige, praktisch hier ist der Drucker, der Scanner, und hier ist noch so ein durchsichtiges Feld und hier wird angezeigt, dass die mit dem Finger irgendwas macht. Das werden wir gleich mal sehen. Da kannst du die Papiergröße oder die Kopiergröße einstellen. Aber wirst du denn hier sehen. Das wird Touchscreen sein dann auch, wa? Geile Sache, ich liebe das Touchscreen. So, und dann obere Seite, hier können wir irgendwas rausklappen. Ah, das hier. Wofür soll man das rausklappen? Es geht, aber das ist hier auf Bild. Achso, da ist auch nochmal ein Bedienfeld oder was? Ja, hier ist auch nochmal so ein Touchscreen-Bedienfeld hinter so einem Metallding. Da kann man auch nochmal was einstellen und bei fünftens ist dann halt oben rein, unten raus und dann steht da okay. Okay. So. Ich liebe das. Dann haben wir jetzt halt, wie gesagt, hier ein Touchscreen hier vorne drauf. Wir haben als erstes, ich werde mal wieder umdrehen, dass ihr das besser sehen könnt. So, ach, warte mal, dann zeige ich euch das gleich mal. So. Und wie gesagt, hier zwischen, das ist jetzt praktisch, hier haben wir so eine Erhöhung drin, das ist das zum Scannen. Und hier haben wir dann noch so ein Plastefeld, wo hier angezeigt wird, dass wir hier die Größe irgendwie noch einstellen können. Und hier unten drunter, das seht ihr jetzt bestimmt schlecht, wenn ich hier das Metall wegklappe, da haben wir hier auch nochmal so ein Touchscreen, also so eine Art, wo wir da auch noch was einstellen können, das ist auch hier auf dem Bild mit abgebildet. Aber kommen wir jetzt zum Bedienfeld an sich. Wir haben einmal hier oben zurück, wie wir vom Handy auch kennen oder Smartphone oder so, so ein Pfeil, der so eine halbe Schleife macht. Dann haben wir ein Haussymbol. Haussymbol wird, denke ich mal, sein, immer wieder ins Hauptmenü zurück, so wie bei Fire TV oder Smartphone, die Wii U, wie alles, wenn so ein Haus ist, immer Haupt. Und ein rotes X, denke ich mal, heißt, nein, Cancel, weg. Kack stoppen oder irgendwas. Richtig. Dann haben wir hier noch ein WLAN steht hier drauf. Hier haben wir noch einen Anschalter. Und wie gesagt, hier haben wir die Tasten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Stern und Raute. Für viele Hashtag.
nicht Hashtag, Raute. Und an- und ausmachen haben wir auch. Ich weiß jetzt nicht, ob WLAN dann hier leuchtet oder so. Finde ich jetzt so an sich vom Bedienfeld her so mit den paar Tasten finde ich sehr übersichtlich. Man kann ja dann auch hier sich was auswählen und bestätigen. So. Ist ja Touchscreen. Finde ich sehr übersichtlich. Also hier ist wirklich eigentlich, für mich sind hier, ist nichts offen, was mir jetzt irgendwie fehlen könnte oder würde. Achso, jetzt muss ich euch noch zeigen. Hier vorne haben wir noch so ein, so seht ihr das hier? Ich hoffe, das seht ihr gut. Da haben wir jetzt hier so Bilder von einem Laptop, einem Smartphone und einem Tablet. Und da steht dann hier www.brothers.com/apps/. Oder wir nehmen den QR-Code, also so einen Scan-Code, und dann kriegen wir die App auch. Das ist dann dafür da, dass wir jetzt mit Handy, mit Tablet irgendwas ausdrucken können. Zum Beispiel mein Schatz, wenn die gerade in der Küche ist und die Chefkoch-App anhat und sich da was Schönes ausgesucht hat, was sie noch nicht gemacht hat, und sagt, boah, scheiße, mein Akku ist aber gleich leer. Dann können wir mal schnell ausdrucken. Ja, dann geht die auf die App, sagt sie, das speichern, ausdrucken, womit? Mit der App drucken, und dann kommt das beim Drucker hier an und dann wird das ausgedruckt. Und das werden wir auch natürlich testen, alles. Ich bin da gespannt. So, das wart euch jetzt erstmal für ein Unboxing. Oh Gott, mir tun die Knochen weh. So, ist ein bisschen freundlicher beim Verabschieden, wenn ich dann auch in die Kamera gucke. Das wart jetzt für ein Unboxing. Ich werde den jetzt im nächsten Video mit euch das erste Mal anschließen, die Patronen drin machen. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe, ohne irgendwas kaputt zu machen. Und das erste Mal in Betrieb nehmen. Wollen wir den dann hoch und dann mal gucken, irgendwas drucken. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas werden wir drucken. Ich werde ein Foto von mir und meinem Schatz drucken. Dann habe ich das gleich hier. Dann kann ich gleich mal gucken, wie Fotos rüberkommen. Das ist eine verdammt gute Idee, mein Schatzi. Du hast gar kein Fotopapier hier. Ich will sie auf normalem Papier drucken, gucken, wie es aussieht. Ach scheiße, ich habe gar kein Papier hier. Ich muss ja erst Papier kaufen. Hast du nochmal Glück gehabt. Hast du nochmal Glück gehabt. So, aber das soll es jetzt für dieses Video gewesen sein. Ich verabschiede mich bei euch. Wenn ihr noch weiter gucken wollt, werde hier irgendwo den Hardware-Video dazu verlinken. Und natürlich nach einer gewissen Testphase werden wir auch einen Hardware-Check machen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi. Sagt euer Odin. Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder mit einem Nachtrag, Leute. Also nicht, dass ihr jetzt gedacht habt, das Video ist vorbei. Nein, es kommt noch was. Und zwar habe ich gerade beim Hardware-Video, also beim ersten Mal benutzen, wobei Hardware ist ja beim Unboxing schon mit bei gewesen. Ich muss mal gucken, wie ich das bearbeite. Ist mir noch was aufgefallen, was ich euch gerne in diesem ersten Hardware-Video oder Unboxing oder was weiß ich, wie ich es nennen werde, noch mit dazu sagen will. Ich habe euch ja gezeigt, dass hier der Scanner ist, aber wir haben ja auch noch ein Fach. So, ich werde mal die Kamera ein bisschen näher holen, euch mal ein bisschen runterrösten. So. So, in diesem Fach habe ich jetzt einmal die orangene Klammer, die hier praktisch hier entfernt wird, wo die Druckerpatronen jetzt drin sind. Die kommt hier oben rein. Die bleibt da, die braucht ihr später für den Transport, ist ganz wichtig. So, und dann haben wir ja noch diesen Telefonkabel für die Telefondose. Der wird jetzt ganz normal irgendwo hier angeschlossen. Achso, das ist ein Multi-Anschluss, den lassen wir mal hier drauf für Netzwerke. Da muss ich mir den passenden Kabel für kaufen. Dann haben wir hier X für Telefon und Line In. So. Und hier haben wir nochmal einen USB-Anschluss. Der ist aber natürlich nicht mit bei, dieser USB-Anschluss. Für uns kommt jetzt hier dieser X-Anschluss, nee, Line In-Anschluss. Na komm her. So. Und schon ist der Kabel dran. Ne? Ja, ich weiß, der Kabel, das ist das Kabel. Und dann können wir den hier lang verlegen. Wir haben hier auch eine direkte Beschreibung, wo der lang soll. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen davor rumkrauche.
will euch das jetzt nur zeigen, weil wir haben jetzt innerhalb des Gerätes jetzt hier so einen kleinen Schacht. So. Und dann ist der verlegt, der Kabel. Dann können wir das ganz normal zumachen. Und der kommt dann hier hinten praktisch aus dem Gerät raus. Da würde dann auch der USB-Kabel rauskommen. Also, könnt ihr jetzt vielleicht so ein bisschen besser sehen mit den zwei Schlitzen. Hier ist halt der Line-In-Kabel. Den brauche ich jetzt wirklich bei bestem Willen gerade überhaupt nicht, weil meine Fritzbox ist im Flur und der Drucker kommt ins Wohnzimmer. Also ich lasse ihn per WLAN angeschlossen. Ich hätte mir, ja, über USB geht nicht, weil USB-Kabel ist nicht mit bei. Also den habe ich jetzt auch irgendwo nicht in der Verpackung gefunden. Ja. Vielleicht ist er mir auch irgendwie abhanden gekommen oder ich weiß es nicht. Aber jedenfalls war er in der Tüte nicht mit bei. Und dann können wir hier praktisch den Line-Kabel machen, damit wir mit dem normalen Telefonnetz verbinden können, logischerweise. Mit dem Router, dass wir da am Router ran machen, besser gesagt. Und dann haben wir hier noch X, da ist ein Telefon abgebildet. Da ist eine weiße Klappe davor. Ob man die rauskriegt, müsste man dann rauskriegen, rein theoretisch. Aber ich denke mal, das ist eher was für kleine, grazile Finger und nicht für dicke, fette Pfoten, so wie meine. Und die gehen dann praktisch hier richtig, sieht man hier auf dem Plaster ist hier so ein bisschen eingraviert, geht es dann hier rüber und dann hier hinten in diesen Schlitz rein und dann hier hinten raus. Und hier auf der anderen Seite haben wir jetzt einen USB-Kabel, das ist jetzt so ein älterer USB-Kabel, so wie ihr den kennt, von älteren Geräten mit diesem oder auch von älteren Festplatten. Der wird dann hier angeschlossen, der geht dann auch hier lang und dann hier raus und dann könnt ihr das mit USB verbinden. Und dann haben wir zusätzlich hier noch ein Netzwerkkabel, also das sind das oben ein PC, unten ein PC, also oben ein Bildschirm, unten ein zwei Bildschirm und dann mit so einer ja, Leiste verbunden, so wie ihr den eigentlich kennt. Und jetzt haben wir da so eine Sicherheitskappe drauf, die können wir dann abmachen und dann können wir das damit verbinden. Das sieht aber eher aus wie ein stinknormaler LAN-Kabel sozusagen. Ja? Also eigentlich, ja, eigentlich ist es ein LAN-Kabel. So wie vom Router zum PC oder was weiß ich. Ganz normaler LAN-Kabel halt. Und der wird dann hier lang gelegt. Und dann habt ihr den auch im Netzwerk eingebunden. Ich denke mal, das werde ich machen. Weil ich habe unter meinem PC-Tisch habe ich noch Platz an meinem Devolo. Da werde ich das einfach mal damit verbinden, obwohl Wi-Fi auch eigentlich ganz okay ist. Ich werde mal da ein bisschen rumtesten. Also das, wie gesagt, da muss man ein bisschen ausprobieren, ein bisschen testen. Ja. Hier haben wir dann auch die Kralle, auch das, was ihr braucht für den Transport, was ich hier unten rausgemacht habe. Müsst ihr das nächste Video gucken. Da haben wir auch hier eingraviert, dass es da rein soll. Legen wir einfach da so rein und fertig ist. Und dann können wir das machen und fertig. Also ich kann euch schon sagen, ich habe ja das nächste Video schon gemacht. Das ist jetzt hier nur noch so ein Nachtrag. Ich bin von diesem Drucker echt mega mäßig begeistert. Scannen, Faxen, Drucken, alles super. Ich muss jetzt hier erstmal klar Schiff machen, Leute, weil hier liegen jetzt ein Haufen Papier rum und alle drum und dran. Und dann muss ich den Drucker natürlich an seinen Platz hin boxieren, wo er hin soll. Ach, hier unten sind noch die Tragegriffe. Also ganz unten hier, oh, da wo ich jetzt gerade anfasse, da ist auch eingraviert so Symbol, dass man da nicht tragen soll, links und rechts. Er hat ordentlich Gewicht, will ich euch ja nicht verschweigen. Aber so von Qualität und von der Schnelligkeit, erste Sahne. Absolut erste Sahne. So, das war jetzt auch für dieses Video. Ich verabschiede mich jetzt wirklich endgültig. Ich muss hier klar Schiff machen. Ahoi. Sagt euer Odin.